Du weißt genau, wie er sich gerade fühlt einfach. Genau. Mein Name ist Jonas und willkommen zu diesem neuen Video. Upsala, sorry Lampe. Ich hoffe, bei euch ist alles klar und in bester Ordnung. Ich muss sagen, bei mir ist auch alles eigentlich in Ordnung. Wenn ich nicht so einen hässlichen Pickel hier hätte. Ich nenne ihn ganz liebevoll auch Mr. Pickel. So, Freunde, und heute passiert was Spannendes. Ich habe mich ein bisschen von euch belehren lassen, muss ich sagen, weil ich höre, ich lese eure Kommentare und ich höre auf euch. Und zwar hat einer von euch nämlich geschrieben, dass es bei dieser Du darfst nicht mitsingen Challenge nur darum geht, dass man halt im Kopf nicht mitsingt. Und das war mir halt vorher gar nicht klar. Ich dachte, es geht halt darum, dass man so nicht mitsingen soll. Aber wir machen heute mal eine ernst gemeinte Challenge. Also ich mache keine Parodie oder so. Ich meine es wirklich diesmal voll und ganz ernst, Freunde. Wir werden heute die Sag nicht Oh Challenge machen. Und da geht es darum, also ich mache das nicht deswegen, weil ich die Challenge so hart finde. Wenn ich nicht Oh sagen will, sage ich nicht Oh Ende. Es geht darum, dass ich es einfach so süß finde. Es werden jetzt Videos gezeigt von kleinen Babytieren. Oh mein Gott, ich finde das jetzt schon so süß. Und die Aufgabe von mir ist es halt, dass ich nicht Oh sagen darf. Und ihr verdammt nochmal auch nicht. Die Challenge machen wir also quasi zusammen. Aber wir fangen das Ganze an mit einem echt geilen Bottle Flip. Die Flasche wird 100% stehen. Ja, von wegen. So, Freunde, du bleibst jetzt da mal liegen. Ruhe. Okay, Freunde, und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Oh, das. Oh, oh nein, ich hab's ja schon verkackt. Ich darf nicht auch sagen. Oh nein, das ist aber auch. Oh, guck mal, wie süß das sich umdreht. Oh, weia. So Möpse als Hund finde ich eigentlich generell gar nicht so krass niedlich, aber als Baby sind die ja mal so süß. Okay, was ist das hier überhaupt für ein Tier? Ich kann es gar nicht erkennen, was das für ein Tier sein soll. Aber es trinkt aus der Spritze. Ich muss sagen, ich bin gar nicht der Typ, der Faultiere niedlich findet. Deswegen ist es gerade voll entspannt. Vor allem das Fell ist so borstig. Obwohl das Kleine ist schon putzig, wie es da so drauf liegt. Aber oh, nein, ich hab's schon. Alter, ich bin ja voll schlecht in diesen Challenges. Ach, scheiße. Ich bin ja komplett schlecht. Okay, es ist ein Koala. Ich glaube, es ist kein Baby. Ich glaube, es ist ein fetter, erwachsener Koala, der auf süß macht. Wisst ihr, genauso ist genau mein Lifestyle. Genauso bin ich nämlich auch. Oh, nein! Ich hab Zwiebler gesagt. Das ist aber ja wirklich auch so ein Wiesel. Ist wirklich sehr. Also, Wiesel finde ich sind sehr niedliche Tiere. Und alle, die Pelz tragen, sollten sich schämen. Echtpelzleute sollten sich wirklich schämen. Das sind nämlich vor allem auch solche Tiere. Solche Pelztiere, die so niedlich sind. Und was mit denen passiert, ist echt krass. Also, ich mache da irgendwann mal ein extra Video drüber. Weil man braucht ja Fell überhaupt. Also, man braucht Echtpelz einfach nicht. Das ist total Schwachsinn. Okay, das ist auf jeden Fall Crow, wie ich sehe. Finde ich nicht so niedlich, ehrlich gesagt. Können wir weitermachen. Was ist, ich glaube, das ist schon wieder ein Faultier, oder? Heute haben wir auf jeden Fall viele Faultiere dabei. Nein, ich darf es nicht sagen. Aber es, oh, guck mal, wie es geguckt hat. Genauso gähn ich auch immer. Kennt ihr das Gähnen so? Wenn man so gähnt und wirklich so gähnt. Alter, this was me. Weiter. Okay, das ist eine Ziege. Alter, das muss auch so random sein, wenn man einfach eine Ziege und ein Schaf. Ich weiß gar nicht genau. Hat es Hörner? Kann es gerade gar nicht erkennen. Es sieht aus wie eine Ziege. Es ist eine Ziege. Muss auch so random sein, wenn man einfach ins Schlaf springt und da ist auch so eine Ziege auf dem Bett. Plötzlich. Oh, wie geil. Ich schwöre zu 100%, das bin ich nach dem Essen. Genauso. Liegt immer da vorne auf der Couch. Genauso. Das bin ich. Egal, was ist ein Murmeltier oder was ist genau. Es ist genau das bin ich. Oh, wie... Alter, ich bin ja so schlecht in dem Game. Das ist ja mal richtig, richtig niedlich. Das finde ich auch wirklich so... Oh Gott, ist doch noch ein weißer Tiger. Einfach so ein Schneetiger. Gibt es das überhaupt? Das war ja... Und was ist... Ist das ein... Ist das ein... Oh Gott, ich kann gar nicht sagen, was das für ein Tier ist. Ist das ein kleines Löwenbaby auch? Oder Eisbär, Löwe, Hundewelpe? So eine Mischung aus allem kann es gut sein. Aber es ist ja auch wirklich... Oh weia, guck mal. Ich glaube, es war ein Löwe. Wie süß die mal aus so... Wie süß die aussehen. Warum sind Tierbabys eigentlich so süß? Menschenbabys finde ich ja so hässlich. Das glaubt ihr gar nicht. Aber Tierbabys ist ja mal so niedlich. Guck mal, wie große Ohren der hat. Ich hatte früher auch so große... Ich habe eigentlich immer noch große Ohren, oder? Ach, wie... Guck mal, wie niedlich das ist, wie er das genießt, wie er so seine Hand drauf. Guck mal, er genießt es richtig, er chillt so richtig, er genießt es zu 100. Ich weiß genau, wie er sich gerade fühlt einfach. Genau. Oh, ich weiß gar nicht, ist es ein Hund oder eine Katze? Ich weiß, ich kann es gerade gar nicht. Oh, das ist ja auch, der ist ja auch ultra flauschig, der. Und guck mal, wie flauschig. Und das ist wieder so ein, boah, ich bin echt gar nicht mal so gut. Es ist auch, glaube ich, auch wieder so ein Wiesel oder ein wie heißen diese Tiere nochmal? Jetzt kommen wieder die ganzen Bauernkommentare von den ganzen Tierpferdenlesern da, die dann raushauen, du bist so ein scheiß Stadtkind. Ich bin auch nicht direkt in der Stadt groß geworden. Ich will es nur mal sagen, ich wohne erst seit einem Jahr in Berlin. Okay, das ist aber auch süß. Guck mal, das ist ein Schäferhundwelpe und einfach eine kleine Katze. Oh, guck das mal an, wie süß das ist. Ich finde es so schön, wenn sich so Tierbabys so gut verstehen und so, aber guck mal, wie putzig. Oh, weia. Ich habe das Spiel jetzt schon verkackt.
Was ist das? Oh Gott, das Tier kenne ich gar nicht. Ist das ein Chinchilla? Ich kann es gar nicht genau sagen, ob es ein Chinchilla ist. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Chinchilla. Ich kenne die gar nicht. Ich kenne die nur aus einer Dokumentation. Was ist der denn da? Eine getrocknete Erdbeere? Auf jeden Fall lässt das sich richtig, richtig gut gehen. Das sind auch wirklich richtig niedliche Tiere. Okay, aber da habe ich keinen Plan, was das für ein Tier ist. Das sieht aus wie so eine Mischung aus so einem schlecht gelaunten Mops irgendwie, einem Hamster und einer Robbe oder so. Also kein Plan, was das für ein Ding ist. Oh shit, das ist aber auch süß. Krass. Ohne Witz, mein Hund hat so krass Angst vor Staubsaugern. Die bleibt einfach da liegen, lässt sich überschieben. Oh, das hat Dali auch manchmal gemacht. Das ist richtig süß, wenn Hunde so schlafen oder und sich einfach... Das ist richtig putzig. Guck mal, wie süß. Oh, die ist ja super süß. Guck mal. Was hat die für krass große Augen, bitteschön? Oh, oh Gott, ich verliere es die ganze Zeit. Muss ich ja mal ein bisschen anstrengen. Das ist ja mal so niedlich, diese kleine Katze da. Wie kann man so süß sein? So, das ist das letzte Tier. Oh, das ist aber auch, ist das ein Baby-Eichhörnchen? Ich glaube, das ist ein Baby-Eichhörnchen, was eine Erdbeere frisst. Das ist ja, oh weia, das ist ja wirklich super, super putzig. Also, boah, wenn ich mich mal als kleines Kind angucke, ich war ja wirklich mal 10.000 Mal hässlicher. Also, ohne Witz. Freunde, das waren unsere kleinen Tierbabys. Habe ich mal Au gesagt? Ich glaube, ich habe kein einziges Mal Au gesagt. Also, ihr seht, die Challenge ist für mich easy peasy. Aber Freunde, ohne Witz, ihr müsst mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr an der einen oder anderen Stelle auch wenigstens im Kopf mal dachtet, okay, das ist wirklich süß. Oder ob ihr da komplett cool bleiben könnt und die kalte Schulter zeigt und sagt, no way, ich find's überhaupt nicht süß. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Wollte ich mir gerade ganz kurz ankündigen. Erstmal denkt bitte dran, am 1. Juli kommt unser neuer Kurzfilm. Der kommt sogar schon um 16 Uhr online. Seid alle dabei, 16 Uhr am 1. Juli, es ist ein Samstag. Freunde, schaut euch diesen Kurzfilm an. Zieht ihn euch rein. Und morgen kommt mal wieder ein Prank. Ich weiß, freut euch drauf, morgen 16 Uhr kommt ein Prank. 1. Juli kommt der Kurzfilm. Kommt richtig geile Zeit auf euch zu. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag, Restabend, Restmorgen und natürlich auch Restsaunatag. Alter, ich laufe so eine Scheiße. Wir sind weg. Ciao.